Herzlich willkommen bei Bücher mit Sinn. Ein Thema, das sich als roter Faden durch das Buch Marion und Humboldt, aber auch durch das Leben der Menschen im Allgemeinen zieht, ist, wie wir mit Verlusten umgehen können. Die Marion hat ja ihre Mutter schon sehr früh verloren. Die Marion, die Hauptprotagonistin dieses Buches. Und dabei bleibt es aber nicht. Als sie ein bisschen älter ist, passiert dann Folgendes. Ich lese wieder ein Stück von dem Buch vor. Eines Tages war Oma tot. Einfach so, ohne Vorwarnung. Gerade hatte sie noch mit dem Holzlöffel im Hollerkoch gerührt und aus war es mit ihr. Der Vater zog seinen einzigen Anzug an und Marion ihr schönstes Kleid. So gingen sie Hand in Hand hinter dem Sarg her, den schmalen Weg zum Friedhof hinauf und trauerten um Oma. Dahinter kamen mit etwas Abstand die Nachbarn und trauerten um Omas Striezel und Kuchen. Der Vater gelobte, vom Wein abzulassen. Bald schon würden sie zusammen Urlaub machen an der Adria. Das hatte er damals schon seiner Frau versprochen. An der Adria wäre es immer schön warm und sie könnten jeden Morgen Muscheln suchen. Noch ein bisschen sparen und dann würde er ganz sicher mit Marion hinfahren. So war der Plan. Doch der Alltag brachte den Weltschmerz zurück. Und dem Weltschmerz folgte unweigerlich der Wein. Der Vater ließ sich gehen, das Anwesen verlotterte und Omas Küche wurde ein trostloser Ort. Wir alle haben schon diverseste Verlusterfahrungen gemacht, sei es geliebte Menschen oder dass uns eine Arbeitsstelle abhanden gekommen ist, ein Haustier oder einfach nur eine Vorstellung von uns selbst, wie wir sind, die nicht mehr haltbar war. Was hilft uns in Zeiten des Verlusts, wenn uns etwas entrissen wird vom Leben und wir den Boden verlieren? Es gibt immer auch Stärken, auf die wir zurückgreifen können. Und wir schauen jetzt einmal, wie Marion das macht. Nichts konnte Marions Aufmerksamkeit so fesseln wie Zahlenspiele. Im Gegensatz zu Menschen erschienen ihr Zahlen schon immer so wunderbar verlässlich und solide. Und Zahlen besaßen für Marion durchaus Persönlichkeit. Die Eins erschien ihr als typischer Anführer, als Zugpferd und Pionier. Wie der Gipfel eines Berges strahlte sie etwas Erhabenes, Ernsthaftes, auch Einsames aus. Ganz anders die Zwei. Sie hatte bereits einen Kumpanen, nämlich die Eins. Sie setzte auf die Kraft der Gemeinsamkeit, wie es gute Freundinnen tun. An die Drei, bei ihr kam etwas Neues und Kreatives ins Spiel, so wie Mama und Papa plus Kind. Die Vier erschien ihr wie ein stabiler Tisch, aus dessen geordneter Sicherheit wiederum die Fünf ausbrach. Sie war wie ein Jugendlicher, der die Grenzen der Erwachsenen sprengte, ein Abenteurer, der sich auf Weltreise begibt. So wollte Marion auch einmal werden. Die Sechs, die Sieben, die Acht. Stundenlang konnte Marion Zahlen zusammenbauen und ihre Kombinationen begeisterten sie immer wieder aufs Neue. Marion hat diese Fähigkeit, Zahlen zu ihren Verbündeten zu machen und im Raum der Zahlen Sicherheit zu finden und Frieden zu finden. Und so hat jeder von uns eigene Ressourcen. Was sind deine Ressourcen in schwierigen Zeiten?